die ganzen Nerven, die Knochen im Arsch. Diese Kölpe musst du auch noch, wenn du alt wirst. Und hast du immer Schwindel, hast du Kopfschmerzen, weißt nicht wovon, kannst du trinken, wie du willst. Weißt du, den ganzen Tag trinkst du Cappuccino schon, damit er besser ist, aber trotzdem schickst du nicht zwischen, ne? Und dann kannst du nicht mehr richtig gucken auf die Entfernung vom Fernseher und so, was da los. Dort, so, und alles schaffen. Ruhe. Wie das dann halt auch im Hintergrund auch so dieses... Sie schläft. Ich glaube, ich sollte sie wecken. Ja. Es ist, ich sag da mal nicht zu. Warte mal. Nee, ich hab hier nichts mehr zu naschen. Schade. Was für ein Gesang. Ekelhaft. Ich krieg Gänsehaut. Ja, ein bisschen. Auf mich so anzustarren, du komisches Gesicht. So, und jetzt sind wir in diesem Zwischenreich, ne? Was auf der Karte ja auch zu sehen war. Woher kam das? Ich weiß es nicht. Ich hab's nur programmiert. War das nicht die Fahrradklingel? Ich geh nicht gucken. Oder doch? Links. Wir haben Stromausfall. Und achtet mal auf den Spiegel. Wie die Musik übertreibt. Die einfach maximal übertreibt. Das wusste ich aber noch. Das ist das Letzte, was ich tun wollte. Ah. Ja. Wo ist sie hin? Unter dem Vorhang? Ja, guck doch. Genau, guck doch. Ja, so kann ich es wohl besser sehen. Was zum... Hinter uns haben wir einmal hier in 3D normal. Dann in 3D... Haben mich erschrocken, also haben wir das... Ah, das ist der Schlüssel zu den Schubladen im Teeschrank im Schlafzimmer. Da habe ich den Haustürschlüssel deponiert. Mache ich immer so. Ich tue meinen Haustürschlüssel immer in die Schublade im Teeschrank. Wenn es mal brennt, verbrenne ich, bis ich den Schlüssel vom Schlüssel vom Schlüssel vom Schlüssel gefunden habe. Habe ich mit After Effects animiert. War damals für mich total... Hat ewig gedauert. So. Jetzt haben wir hier unten eine Scherbe liegen. Jetzt sollte ich gerüstet sein. Jetzt sollte ich gerüstet sein. Wofür denn? Habe eine Nebelmaschine angemacht. Da kamen, kurz nachdem ich das mit der Nebelmaschine gemacht habe, kamen die Nachbarn und wollten die Feuerwehr rufen, weil der ganze Nebel unterm Dachstuhl drunter rauszog und die dachten, es brennt. Und Omas Haus gab es auch, war ja Queste durch die Zeit. Das ist ja Demon Hour 1, spielte ja in Omas Haus. Also habe ich den Omas Haus hier nachgemalt. Und so machen wir es hier mal zu. So. Oh Mensch, ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt lösen soll, das Rätsel. Und dann wahrscheinlich jetzt das Portal nutzen. Ja. Noch ein Soundeffekt. Das wird schon gut sein. Mein Gott, ist ja mal in Ordnung hier. Oh. So, hier doch mal hoch. Er ist voll. Der Gärtner. Was soll das? Ja, der Gärtner ist immer der Mörder, aber man will ja keine komischen Witze machen, ansonsten wird er sich noch... Rechen. Oh Gott. Vergiss. Und ich find's heute immer noch lustig. Warum? Ich wusste ja gar nicht mehr, welchen Witz ich da gemacht habe. Ich wusste nur noch, ich habe einen dummen Witz gemacht mit dem Gärtner. Aber warum? Oh Gott. Wenn ich hätte mir vorher angucken sollen, wo ich Jumpscares gesetzt habe. Oh, ja, wie düster es hier ist. Ich bin doch nicht für Horror gemacht. Hier ist es echt so. Das wusste ich doch noch. Oh Gott. Vielleicht war das ein bisschen viel Aufschrecken von irgendwelchen gequälten Seelen. Wie das dahinter aussah, Alter, das kannst du doch keinem zeigen. Oh Mann. Neues Gebiet verlassen.
So, jetzt ist da auch heller geworden, warum auch immer. Ups. Da kriege ich sogar wieder Gänsehaut. Das war auch toll hier. Random. Man geht aus, will aus der Tür rausgehen und hat auf einmal... Hier ist eine Kante und dahinter ist Weltall. Ja. Reden wir mal ein bisschen auf Latein. Dann ist alles viel gruseliger. Hässlicher Briefbeschwörer. Stand da... Ein Briefbeschwörer. Ah ja. Das ist ja schön. Oh Gott, das ist das peinlich. Ich hätte euch das Projekt nie zeigen sollen. Ich packe ein zweites Zahnrad dazu und es geht ein Schrank auf. Das ist, glaube ich, ein Grim Tales Spiel, kann das sein? Also so absolut unzusammenhängendes Wimmelbildgedöns. Was ist das für ein Zacken? Ein Teil eines Reliefs. Vielleicht noch nützlich.